Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf unserem Kanal, Hof Bergmann. Es ist, wie es ist, ich bin wieder zurück auf der wunderschönen Hof Bergmann. Das glaube ich im LS19 das dritte Mal, glaube ich, dass ich hier bin. Ich glaube es, ich bin aber nicht ganz sicher. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das ein bisschen besser verfolgt habt. Wieder zurück auf der Hof Bergmann. Starten bei 0 oder bei fast 0 im Singleplayer. Das ist ganz wichtig im Singleplayer. Und wieso, weshalb, warum, wie oft und so weiter erkläre ich euch gleich. Bleibt erstmal dran, ganz, ganz wichtig. Wie andere sagen würden, es wird großartig. Aber mal ganz kurz, warum, weshalb und jetzt nochmal neu. Und ihr wisst ja, dass ich vor ein paar Wochen das aufwendigste RP-Projekt für mich ever beendet habe, Hof Wiesenberger. Und ich mir eigentlich schon in der Mitte, also ungefähr in der Mitte der Staffel Hof Wiesenberger, habe mir gedacht, eigentlich wäre so ein Daily Singleplayer auf der Bergmann wieder mal richtig was Feines. Weißt du? So richtig, wo man sich austoben kann, wo man nicht auf irgendwas angewiesen ist, wo man auf niemanden warten muss. Einfach wie früher selber machen, mit ein bisschen Kürzbär dabei vielleicht, mit ein bisschen Helfer dabei vielleicht, aber wirklich jetzt keinen fixen Aufnahmetag für mich, sondern wirklich zu sagen, ich nehme auf, wann ich will, was ich will und wie ich es will. Und bin da sehr, sehr ungebunden, was das angeht. Und das hoffe ich, dass ich das so ein bisschen wiederbringen kann in diesem Projekt. Warum Hof Bergmann? Ist eigentlich ganz, ganz schnell erklärt. Ich habe immer wieder beobachtet, egal ob bei Nordrhein TV Play, bei Ansgar, egal ob bei Homer, also bei Stefan oder beim Lean Products zum Beispiel auch. Es gibt ganz viele Leute, die Hof Bergmann lange, lange aktiv spielen. Und da siehst du halt auch den Weg, ne, den die Hof Bergmann gegangen ist. Die Hof Bergmann ist jetzt in einer viel weiteren Version, als wie ich sie vor einem Jahr begonnen habe. Es gibt ganz viele neue Dinge hier. Es gibt ganz viele schöne Dinge. Sie wurde immer weiterentwickelt und ist ihrer Linie treu geblieben. Und da wollte ich eigentlich wieder mal anknüpfen, weil das für mich die einzige Map ist, wo es nicht nur auf Felderwirtschaft ankommt, sondern wo auch ein fetter, fetter Produktionsapparat dahinter steht, wo du aber nicht Millionen Euro brauchst, um das Ganze zu betreiben. Was ich damit sagen will, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock, hier wieder was zu reißen und ich habe richtig Bock, das jeden Tag zu machen. Das heißt, ich werde es versuchen, jeden Tag für euch eine Folge zu bringen. Ich werde favorisieren 16 Uhr. Ich werde favorisieren, heißt aber nicht, dass es genauso kommen wird. Ich versuche es für euch zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es nicht an euch, sondern liegt es vielleicht an anderen Umständen, das, was dazwischen gekommen ist und so weiter. Also bitte, ich würde davon ausgehen, dass jeden Tag um 16 Uhr eine Folge kommt. Auf das könnt ihr euch schon mal einstellen. Wenn wirklich was ausfallen sollte, entweder ich gebe euch es bekannt oder es passiert einfach, weil ich es nicht in der Hand habe. Kann auch vorkommen. An der Stelle gilt noch einmal, wenn euch das gefällt und wenn ihr solche Videos mögt und wenn ihr das Spiel mögt, dann könnt ihr kostenlos natürlich den Kanal abonnieren und nur dann werden euch meine Videos weiterhin angezeigt, weil nur wenn der Abo-Button geklickt wurde, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung oder eine Anzeige, wenn ein neues Video da ist. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg. Das heißt, gerne kostenlos abonnieren und gerne auch das Däumchen hinterlassen, wenn es euch gefällt, weil dann, damit kann ich arbeiten. So glaube ich, kann man sagen. Also vielleicht ganz kurz für euch als Überblick, vielleicht ist es einigen aufgefallen, das ist erstmals, ist auch eine Premiere für mich, ich spiele mit einem Shader. Weil ich habe mir das bei den anderen eben angeguckt und habe mich immer ein bisschen zurückgehalten und mir gedacht, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Und jetzt habe ich mich für einen Shader entschieden, der mir sehr gut gefällt. Ich kann euch mal ganz kurz das Originalbild geben. Das wäre das Originalbild. Was mir persönlich nicht so gefällt, das hat so ein bisschen so einen Gelbstich und mit Shader sieht es dann so aus. Was mir persönlich momentan besser gefällt, schauen wir mal, wie lange. So, wo fangen wir an? Ich zeige euch mal ganz kurz, Hof Bergmann, ich glaube, ihr kennt sie alle, es ist eine umgebaute Felsbrunnen im weitesten Sinne. Wir haben sie lange, lange gespielt, wo es diesen Komplex noch nicht gab. Ich habe den Komplex schon mal gezeigt. Wir haben auch damals die Obstplantage besessen in einem früheren Teil, aber das ist alles Schnee von vorgestern. Die Hof Bergmann, wer sie nicht kennt, ist eine der komplexesten Maps im LS19, was das Warenwirtschaftssystem angeht. Das heißt, ihr könnt ganz viele Sachen herstellen. Wir schauen uns da mal ganz kurz mal in das Verkaufsmenü, damit wir sehen, was wir herstellen können.
Eier, Wolle, Milch, das ist alles normal, das ist alles Standard. So, und dann geht's aber schon los. Ziegenmilch, ne, zum Beispiel. Klee, Kompost, Käse, Ziegenkäse, Butter, Fleisch, Äpfel, Birnen, Kopfsalat, die Tomaten, Paprika, Roggen, Roggenmehl, Brot, Biogas, Honig, Apfelsaft, Apfelwein, Getreide, dann Bullensperma, ganz wichtig, Ferkel, Kälber, Spanferkel, Rübenschnitzel, Pflanzenöl, Altöl, Mayonnaise, Küken und Silvia, glaube ich, heißt das. Ist eine Frucht, glaube ich. Also, es ist, die Map ist voll gepackt bis oben hin mit geilem Zeug. Und nur mal ein Feature, damit ihr mal seht, was die Hofbergmann kann. Nur, dass ihr mal seht, was sie kann. Wir können hier zum Beispiel ganz gemütlich hochtraben. Einfach mal die Tür hier aufmachen. Und wir haben hier einfach einen Kran drin. Nur, das ist eine von tausend Dingen. Wir können hier die Tür aufmachen und können einfach mal den Kran rausschicken. Nur, ne? Nur, dass ihr mal seht, was alles möglich ist. Und das ist ein kleiner Teil von dem, was möglich ist. Ein ganz, ganz kleiner Teil. Wir geben mal eine kleine Runde, nur damit ihr seht, was Sache ist. Es wird heute nicht die einzige Folge sein, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Es wird auf alle Fälle noch eine Folge kommen. Also das Abo lohnt sich doppelt, wenn nicht sogar dreifach. Ich plane sogar morgen Sonntag einen vielleicht kleinen, feinen Mittagsstream zu machen, wenn es zeitlich ausgeht. Will ich nicht versprechen, aber ich werde versuchen, das Ganze zu machen. Wir haben sehr viel Equipment, was wir dazu bekommen zur Map. Und zwar, wir haben ganz viel Anbauwerkzeuge für diverse Sachen. Wir haben ganz viel Ausrüstung, Hofausrüstung, eine Schubkarre zum Beispiel, ne? Die man wirklich, also ohne Witz, die kann man nehmen. So, ihr könnt mit der Schubkarre rumfahren, ihr könnt die befüllen, ihr könnt alles mit der Schubkarre machen. Wir haben diverse Wägen, Reparaturwägen, einen Fasswagen, eine gebrauchte Schubkarre. Wir bekommen so ein Fliegel Viehpack mit. Eine der Anhänger haben wir auch schon im Besitz. Wir bekommen das John Gator Package mit, John Deere Gator Package mit dabei. Es ist ganz, ganz, ganz viel Zeug, was in der Map mitgeliefert wird, um alles zu betreiben. Bestes Beispiel hier. Kisten, Boxen, Holzkisten, Gemüsekisten, Brotkisten, Küken, Ende nie. Produktionsgeräte, eine Buttermaschine. Wer kennt noch die gute alte Buttermaschine? Wir hatten sie damals, mehrere hat man parallel laufen. Ein Juicemaker, ein Saftproduktionsgerät, ein Backing Master. Ganz viel Zeug. Es ist so viel. Wir werden alles das, werden wir uns anschauen. Wir werden alles das machen oder beziehungsweise versuchen zu machen. Wir haben nicht mal allzu viel Zeit, bis der LS22 da ist. Aber vielleicht spielen wir auch über den 22 hinweg noch ein bisschen Hofbergmann, bis uns danach ist, einfach abzuschalten. Labextrakt, ne? Wir kennen es für die Käseherstellung. Brennstoff für die Bäckerei. Ja, es gibt einen Backofen. Es gibt einen Backofen, es gibt einen Weinkeller. Es gibt so viel Zeug auf dieser Karte. Hier, wir sind jetzt runtergegangen in den Weinkeller, ne? Nur mal so. Hier kann man, glaube ich, genau, Weinkeller, Apfelsaft, gärt zu Apfelwein. Und, also, das, wie gesagt, ich habe da immer wieder ein Äuglein drauf geworfen. Und es war jetzt einfach Zeit, nochmal jetzt richtig zu starten und zu versuchen, was zu machen. Weil ich einfach Bock drauf habe. Ich habe einfach Bock drauf, die Hofbergmann bietet mir die Möglichkeiten, was ich, die Flexibilität, die ich gerne habe. Ich will nicht stumpf am Feld stehen und einfach nur hoch und runter fahren, das will ich nicht. Und die Hofbergmann ist eines der besten Beispiele, wie man es machen kann, wenn man nicht nur Feldarbeit machen möchte, sondern man die Früchte der Feldarbeit in seinen eigenen Händen weiterverarbeitet. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Der Hof besteht hier im Großen und Ganzen aus drei Teilen. Also wir haben einmal den großen Hauptteil in der Mitte, das ist der hier. Wir haben einmal den Nebenteil, das ist rechts, da ist auch ein Lager dabei. Und dann haben wir noch einen kleinen Teil gegenüber. Zeige ich euch aber gleich. Hier oben, wir haben überall, du kannst jede Halle, jedes Tor kannst du aufmachen, rüberlaufen. Du kannst, hier haben wir einen fest stationierten Futtermischer. Der funktioniert, ne? Da kannst du einsteigen, da kannst du Futter mischen, wie du willst. Wir sehen schon einzelne Fahrzeuge, die der Start vorgibt, die ich auch behalten habe. Ich habe zwei, drei kleine Änderungen vorgenommen im Startfuhrpark. Dazu kommen wir auch gleich. Hier, das ist zum Beispiel zum Besamen der Tiere. Das ist kein Witz. Du hast hier Kühe, die besamt werden, da, um dann Kälber zu bekommen. Ne? Rauchen verboten, wir gehen in den Stall rein. Das ist hier unser Kuhstall mit dem Kälberbereich links davon.
Auch das, ganz viele coole Dinge, die wir auf alle Fälle uns anschauen werden. Hier hinten haben wir zum Beispiel die Mistplatte, wir müssen den Schall ausmisten. Wir haben hier ein Hütchen, wo wir, glaube ich, Mayonnaise herstellen unter anderem. Ne? Genau, hier hinten haben wir die Mayonnaise-Produktion. Ihr seht hier, Pflanzenöl, Eier, die wir produzieren, können wir weiterverarbeiten. Wir haben hier einen Kühlschrank, der auch, wo man Mayonnaise dann lagern kann. 10 Eimer voll zum Beispiel, maximal 10 Eimer. Und die dann bei Gelegenheit verkaufen kann. Wir haben hier Lagertanks für, ich glaube, Wasser oder Milch, ich weiß nicht ganz genau. Werden wir noch rausfinden. Aber auch ganz, ganz, ganz interessant. Hier gehen wir in einen weiteren Bereich. Wir sind jetzt nur auf der, wir sind auf der Seite hochgegangen praktisch. Jetzt kommen wir in die Produktion des Käses. Ne? Käsekammer, glaube ich. Ne, Käserei heißt das hier. Entschuldigung. Hier haben wir 2 separate Tanks. Ich glaube, das ist einmal. Habe ich jetzt keine Anzeige mehr? Doch. Das ist einmal, glaube ich, für Ziegenmilch und einmal für Kuhmilch, um dann einen normalen Käse herzustellen. Und dann, glaube ich, hier ist Ziegenkäse. Genau. Also das ist auch noch eine Sache. Hier ist sogar eine Formel, wie das funktioniert. Es ist wahnsinnig komplex, aber wahnsinnig, wahnsinnig detailtreu und cool dargestellt. Hier haben wir ein kleines Kühlhaus, wo wir das Zeug einlagern können. Hier sehen wir auch einen Plan, ne? Wo das Zeug reingeht. Du kannst immer rangehen. Du kannst sagen, ausladen, einladen. Das ist wirklich, wirklich super gemacht. Es gibt jetzt sogar die Möglichkeit, ich glaube, das ist dieser Unterstand hier, den könnte man sogar verkaufen in dieser Version, die ich jetzt hier habe. Das ist übrigens die aktuelle Version. Also es ist, ihr seht, wie viel Zeug da dabei ist. Das ist der hier, den könnte ich theoretisch verkaufen und was anderes hinsetzen. Ich habe gesehen, der Stefan, der Homer, hat das gemacht. Der hat das verkauft, was anderes hingesetzt. Vielleicht machen wir das auch mal schauen. Ich muss ein bisschen Luft holen. Ja, es sind Fahrzeuge da, die werde ich verwenden. Wir haben hier einen Fendt 313, glaube ich. Ja, genau, 313 Vario. Der übrigens mit dem Shader auch ein bisschen geil aussieht, muss ich sagen. Wasserwagen haben wir. Wir haben einiges an Kram herumstehen. Es gibt etwas, was ich geändert habe. Und zwar habe ich den Drescher getauscht. Wir hatten standardmäßig den New Holland Drescher. Den habe ich ausgetauscht gegen einen Class Dominator, weil ich den einfach schöner fand. Das ist der von Bayern Agrar, der Class Dominator, wenn ihr den sucht. Ansonsten habe ich nicht wirklich was geändert. Ja, ich habe eigentlich alle Standard gelassen, so wie es ist. Das hier ist zum Beispiel, was bist du nochmal? Ich hab's wieder vergessen, was du bist. Der Seedmaster, hier wird Saatgut hergestellt zum Beispiel. Ne? Also ganz, ganz, ganz viele coole Dinge. Ihr seht, wir sind am Anfang. Wir haben Gerätschaften, wir haben kleine Gerätschaften, aber wir haben Gerätschaften. Das heißt, wir können alles stemmen, was wir momentan zu tun haben. Was auch wichtig ist. Hier haben wir auch die ganzen Hallentore. Ne? Wir können alles aufmachen. Hier befinden sich teilweise auch noch Geräte dahinter. Müssen wir uns anschauen. Es gibt eine riesen PDF-Datei, die dir alles erklärt, wie du es machen kannst, wie du es machen musst, was du wo reinschippen musst, dass es so funktioniert, wie der Modder sich das gedacht hat. Also das Spektrum der Hofbergmann ist immens. Wir haben jetzt hier, an der anderen Seite haben wir noch den dritten Teil. Das ist der Teil hier. Der glaube ich auch zum Hof. Der gehört noch nicht zum Hof, aber den können wir dazu kaufen. Mit einer Tankstelle, mit noch mehr Garagen. Ihr seht, es ist eine never-ending Story auf der Hofbergmann und ich habe Bock darauf. Wir können, um das Ganze noch ein bisschen zu verinnerlichen, kann ich euch ganz kurz den Viehhändler zeigen, weil der interessant ist. Es gibt hier, ich habe das vielleicht kurz gesehen, verschiedene Produktionen bzw. Betriebe haben verschiedene Öffnungszeiten. Die Bäckerei hat nur von 0 bis 4 Uhr offen. Der Dorfladen von 9 bis 18 Uhr. Der Viehhändler als solches hat nur offen, 9 bis 20 Uhr. Ja? Also ihr könnt nicht immer irgendwo hinfahren und einfach sagen, hätte ich jetzt gerne um 3 Uhr morgens. Geht nicht. Ihr müsst euch an die Zeiten halten, wenn ihr die Hofbergmann spielt. Aber das ist auch gut so, weil dann musst du das ein bisschen einteilen. Vielleicht noch kurz zur Frage, warum kein Seasons? Ich fühle mich mit Seasons ein bisschen eingeschränkt in der Spielweise. Deswegen spiele ich ohne Seasons. Ah, der Markus, servus. Wie geht's dir? Alles gut? Perfekt. Ganz kurz zum Thema Tiere. Schafe. Ziegen. Ich habe noch irgendwo. Irgendwo da vorne. Schafböcke, glaube ich, heißen die. Haben wir hier. Wir haben Pferde natürlich, ne? Klar. Wir haben Kühe. Auch klar. Die übrigens auch ganz anders aussehen mit dem Shader. Da hinten, die Bullen. Ne? Das sind Bullen, meine Damen und Herren. Die werden wir dann im späteren Verlauf vielleicht, wenn wir dazu kommen, auch kaufen, weil es gibt eine... Naja, wie nenne ich es?
eine Bullenzucht, wo du auch, ja, wie soll ich sagen? Es gibt die Möglichkeit, Bullenschwärmer zu verkaufen. Das heißt, das muss auch irgendwie abgefüllt werden. Da bringt übrigens 1000 Liter bringen 109.000 Euro im Verkauf. Ne? Also das wird noch eine nette Geschichte werden, bin ich der Meinung. Die Bullen hier ist der Stall leer. Und hier haben wir noch die Schweine. Da kann man natürlich auch schönes Fleisch produzieren. Also es ist wirklich vollgepackt bis oben hin. Die Gänse habe ich ganz vergessen. Gänse, Hühner, das sind alle Sachen, die wir haben können und haben werden. Weil ich habe geplant, oder meine Idee wäre, uns jetzt gar nicht so extrem auf die Feldarbeit zu stürzen. Natürlich ist das ein Teil der Landwirtschaft und dieser Teil wird mit aufgenommen werden. Ich möchte aber so weit wie möglich mit Produktionen und mit Tieren das Hauptgeld verdienen. Das heißt, alles, was ich vom Feld hole, es wird natürlich was dabei sein, was ich auch mal verkaufen werde, zwecks Geld. Aber ich habe vor, relativ bald die ersten Kühe zu kaufen, weil das Spiel es so vorgibt. Und ich sage euch auch, warum. Es ist nämlich so... Ah, moin. Hier ist übrigens noch ein Pferdestall am Hof, ne? Nur, also, nebenbei so. Das Spiel gibt es vor. Das heißt, ich habe Ballen rumstehen. Ich habe Strohballen, Heuballen. Ich glaube, ich habe sogar Silageballen hier hinten stehen, die schon da sind. Genau, Gras-Silageballen. Das heißt, es steht eigentlich nichts mehr im Weg, dass wir direkt mit Tieren anfangen und direkt in Richtung Butterkäse gehen, um uns da schon mal die ersten Euros zu verdienen. Da habe ich Bock drauf, da will ich hinarbeiten. Und das möchte ich einfach mal so ganz plump stehen lassen. Ihr seht, es steckt ein Konzept dahinter, es steckt ein Plan dahinter. Ich habe mega Bock, ich habe wirklich Bock darauf. Wenn ihr das Ganze begleiten wollt, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne Vorschläge rein, in welche Richtung ich noch gehen soll. Und schreibt jetzt bitte nicht rein 1050er Fendt, weil das ist Quatsch. Kein Mensch braucht jetzt hier zum Starten einen 1050er Fendt. So ehrlich muss man einfach sein. Ich bin gerne für Vorschläge für euch offen oder da. Wie gesagt, das war nicht die einzige Folge heute. Behaltet den Kanal im Auge. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, Abo da lassen, bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und dann seht ihr, wenn eine neue Folge Hofbergmann online geht. Und schreibt auch gerne rein, was ihr zum Thema Shader, was ihr davon haltet, ne? Shader an, Shader aus. Mir gefällt's mit Shader besser. Das könnt ihr aber gerne reinschreiben und dann, ja, bin ich auf eure Meinung sehr gespannt. Ich danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Modliste gibt es noch nicht, wird aber die nächsten Wochen kommen, wenn alles komplett ist. Wir fangen langsam an, wir fangen behutsam an, aber werden hoffentlich schnell wachsen und das Ganze hier cool machen. Ich freue mich sehr drauf. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich heute Nachmittag. Macht es gut, ciao, ciao.